Ich glaube, die Frage kann man nicht ganz so stellen. Wir feiern am 1. Mai diesen Jahres das 15-jährige Jubiläum der Aufnahme von mittelosteuropäischen Ländern in die Europäische Union. Und die sind nicht eingetreten, weil sie die europäischen Werte nicht teilen und Geld kassieren wollen, sondern die sind eben genau wegen dieser europäischen Gemeinsamkeit, wegen einer europäischen Solidarität Mitglied in unserer europäischen Familie geworden. Und ich glaube, man darf das auch nicht durcheinander werfen. Ja, wir müssen Regeln haben. Wir müssen auch Mitgliedstaaten sagen, ihr müsst euch an die Regeln halten. Aber ich glaube, man kann den Ländern nicht vorwerfen, ihr wollt nur abkassieren. Es gibt schwierige Entwicklungen in manchen Ländern, da muss man mitgehen. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union immer viel miteinander reden müssen, viel miteinander arbeiten müssen. Wir müssen Ängste, die in der Bevölkerung da sind, auch wirklich diskutieren und ernst nehmen und dann eben auch Möglichkeiten finden, solche Ängste zu überwinden. Und ich glaube letztlich, und darauf geht ja die Frage, das wird uns auch helfen, in Ungarn mit Ungarn umzugehen oder mit Polen umzugehen, wo die Bevölkerung wirklich nicht antieuropäisch ist.